Dann geh mal weg da. Wow, ich hab einen Pokéball, einen Ultraball direkt sogar. Nice, ich danke. Bitte, bitte. Mein erster wenn Pokéball. Wenn du gleich hochkommst, hey, dass man die Pokébälle craftet. Okay. Ey, Mammut hat mich und Torchmint einfach getötet. War noch ein Eisen. Sie wollten mich töten, das war Notwehr. Ja, ja, ne. Ja, ist klar, auf einmal. Hey, aber es war kann Notwehr. Uns bitte jemand teleportieren? Kann uns bitte einer teleportieren? Nein. Oh. Findet den Weg alleine zurück. Okay, dann baue ich jetzt einfach die Sachen und die Tauschmaschine so ab. Guck mal, hier ist Eisen. Ich bring dir mal Eisen. Ach, danke. Warum sind und. Oh, okay, ich dachte schon. Ich wollte noch ein Eisen für eine Eisenspitzhacke, aber meine ist mir gerade abhanden gekommen. Die ist ein bisschen kaputt gegangen. Noch ein Tag, dann ist morgen. Ach Gott. Was? Noch ein Tag, dann ist morgen. Danke. Ja. Ja. Ist das nicht immer so? Kommt ganz drauf an. Also gestern war das irgendwie anders. Gestern ist heute schon morgen. Okay. Kann ich bitte jemand teleportieren? Nein. Ah, ich check Reef das hier jetzt. Okay, dann creep ich jetzt erstmal den Turm ab. Ja. Nein. Bin ich bei. Au, ich hab da schon wieder hingesetzt. Dann das Lager eben. Hello. Das brauche ich. Wer hat da Lava hingesetzt? Ich weiß nicht. Soll ich löschen? So. Lass doch einfach mal das so, wie es ist, Mann. Ach nö, es macht doch so Spaß. Kinder. Dann tippet uns zurück. Die kleinen Kinder. Hallo, teleportier sie doch mal. Ja, dann muss ich... Mach das mal. Ups, der ging daneben. Sorry, Kuro. Das war nicht gewollt. Ehrlich nicht. Oh mein Gott. Autsch. Ey, wenn wir jetzt gleich alle im alten Dorf sind, haben wir ganz schön verschissen. Ja. Ja, dann... Wer ist jetzt noch im normalen, also im, jetzt im neuen Dorf? Ich. Okay, ich bin in der Mine unterm Dorf vielmehr. Ah, Schwester Joy versucht mich schon wieder umzubringen. Nein, 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 nein. Nein. So. Boah, was ist hier unten passiert? Ich soll jetzt euch alle tippen. Was ist hier unten passiert, wenn ich fragen darf? Oh mein Gott, Schwester Joy. Ah, ich gehe auch zu Hamster. Mammut, du auch tippen, oder? Nee, nee, ich bin hier noch und hab meinen Spaß. Aber bitte... Was? Palu, wo sind wir? Ey! Ach so, nicht jetzt, weil... Nein! Was soll denn das? Okay. Sorry. George. Scheiß Goldbad, verdiene ich. Ich war schon da! So. Was ich... Machen wir hier, wenn ich fragen darf? So, wie... Du leckst. Was macht ihr da? Wer leckt? Du. Warte eben. Nein. Nein, jetzt nicht mehr. So. Also Kubo, tut mir echt leid, das war nicht mit Absicht. Sag mal, was macht ihr hier? Du hast uns hier hin teleportiert. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Wieso? Oh Mann, ey, dazu sag ich jetzt gar nichts mehr. Wieso sprengt ihr verdammt nochmal hier alles in die Luft? Naja, weil ich das ist kein direktes in die Luft sprengen, das sind nur Experimente. Dafür könnt ihr mich nicht hier... Das arme Haus von Torchman. Das sind Experimente am Arsch. Yeah. Das arme Haus von Torchman. Trink mal kurz was. Komplett im Eimer. Wenn das kaputt ist, darfst du. Wenn das Haus kaputt jetzt... ist, darfst du wieder aufbauen. Ist ja schön, dass ich darf. Wie kommen wir nach oben? Ich will nach oben. Du musst da irgendwo hinten links und dann immer geradeaus. Irgendwo hinten links und dann immer wieder geradeaus. Genau, dann landest du irgendwo am Ausgang. Glaube ich zumindest. Ah, hier ist Hamster auf jeden Fall. Ja, du musst irgendwo da lang, in die Richtung, und dann rechts, links, und dann immer irgendwo geradeaus. Mach's jetzt einfach. Ja, Mammut repariert das schon. Ja, deinen Part repariere ich, weil das war ja nicht mit Absicht. Man, da ich jetzt auch wieder aus der Höhle rausmische. Arme Torchman. Langsam wieder genug Material. Oder? Ganze Haus von Torchman im Wald. Obwohl, ich kann mich nicht mutig glauben. Möchtest du jetzt weinen? Wer platziert dir Lava? Komm, bitte weine. Ist das wirklich ein Vorsatz von dir? Bitte weine! Tu mal mit den Gefallen. War garantiert nicht.
Oh Mann, ich hab mich schon wieder verlaufen. Verdammt nochmal. Falu, bitte so, das Kleinstein. Krieg ich das Kleinstein? Ja, Torchman. Komm schon, dein Gefängnis. Komm schon, komm schon. Ja, aber wenn Mammut mein Haus in die Luft sprengt, ey. Das ist trotzdem Gefängnis. Ja. Ey, ich hab erfolgreich einen Kleinstein Level 13 gefangen. Das war gut, yeah. Rache. Er hat einen Fremdwort benutzt. Tötet ihn. Ich hab mich total verlaufen. Palu, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Bitte. Welchen? Teleportier mich einfach auf du dir. Irgendwo, wo ich die Orientierung habe und bitte in keine Höhlen. Bah, noch ein Schritt. Oh, dann ist jetzt zu spät. Da! Ah! Der ist Goldbart. Sag mal, was machst du mit der Lava? Ich brenne! Wieso brennst du? Warum? Ich erlöse dich. Er kommt in die Höhle rein, setzt einen Lava einmal hin, weißt du? Und verbrennt und fragt sich dann noch, warum er verbrennt. Ist der dumm, ey. Classic. Okay, ich bin schon wieder beim alten Dorf. Ja, ich teleportiere dich gleich wieder. Okay. Oh Mann, ich brauche unbedingt meinen Lava. Ich reiß mein Haus auch ab. Lava, Lava. Ich glaube, ich habe irgendwo auf unserem Dorf auch schon wieder Lava irgendwo gesetzt. Danke. Ach, wisst ihr was? Ich lasse es einfach mit Spawn. Was passiert eigentlich, wenn ich Mammuthaus in die Luft bringe? Dann ist mir das egal. Dann merkt der ganze. Dann lass es erst mal. Ich lasse das jetzt einfach so. Sieht doch schön aus. Natürlich nicht. Klar, ich stehe auf Ruinen. Ehrlich? Sieht man ja in deiner Hütte. Ist ja eine ganze Ruine. Oh Mann, ey. Wieso müssen wir eigentlich jede Aufnahme ein Haus zerstören? Weil es Spaß macht. Weil Mammut das ist Mammut. Ey, wer hat die Lava hier weggemacht? Mammut, ich warne dich. Ich warne dich, mein Freund. Ja, und dann? Wie meinst du jetzt? Bleib weg. Wer? Das ist Haus Friedensbruch. Nein, ist es nicht. Ich betrete nicht dein Haus. Oh. Also irgendwie kommt mir vor, dass Mammut das schlimmste Spieler in dem Spiel ist. Nee. Ja. Ach. Ja. Also darin, der was Mammut machst du denn bitte die ganze Zeit, hey? Also, etwas bin ich von dir schon genervt. Muss ich schon sagen. Oh, okay. Weine. Nee. wenn es Kuro nervt, dann höre ich damit auf. Ja, bitte. Okay. Dann höre ich damit auf. Mitspieler, hey. Ich hab Gold gefunden. Ich bin kurz vor der Aufgabe irgendwie. Ich bin kurz davor zu weinen. Oh. Verdammt, ich hätte es fast geschafft und jetzt lass ich es sein. Ich meine, oh. Und das alles nur, weil ich Kuro mag. Ja, Mammut, dein Traum wird nie erfüllt. Verdammt. Ja. Oh, schon 19 Uhr. Ich glaube, jetzt sind schon mehrere da. Na ganz. Was heißt mehrere da? Ihr wisst doch, dass ich in diesem Wohnheim lebe. Beziehungsweise, ja. Ich war vorhin der Einzige, der schon hier war. Sind bestimmt und schon die anderen da. Die anderen? Nein, ja. Und jetzt gleich kommen die rein und machen eine dicke, fette Party bei dir in deinem Party. Zimmer, während du aufnimmst, ne? Party! Also, ich hab schon mal... Also, mein Zimmerkollege macht manchmal mit, wenn ich aufnehme. Okay. Also, redet manchmal dazu. Dein YouTube-Name ist Kurima. Ja. Gesundheit. Irgendwie Geschlechtskrankheit. Ja. Sorry, this is the truth. Aber er ist noch nicht da, also haben wir noch Glück. Was für ein Glück. Ja. Aber echt, ey. Er ist ein bisschen verrückt, ein bisschen wie Mammut. Ich bin Mammut nicht verrückt. Ist nicht, Mammut ist nicht verrückt, er ist geisteskrank. Oh ja. Noch so einer, ey. Was, er ist nur geisteskrank? Ich muss unbedingt mein rosa Kissen in sein rosa Pferd in Sicherheit bringen. Total männlich. Total männlich. Hallo. Funkstille. Na Wiedersehen. Warum ist da Wasser? Also ich guck glaub, mal, das Macholo, das hilft mir hier beim Arbeiten. Kann man den Macholo als Sklaven benutzen oder was? Nein, nö, leider nicht. Schade. Leider. In dem Pokémon Training ging's aber immer. Ich fange jetzt mit diesem Meisterball dieses Macholo. Sag mal, ist das bescheuert? Oh Mann, der ist ja sowas von bekloppter Typ. Oh ja.
yeah. Oh yeah. Oh yeah, bitch. Oh yeah, baby. Ja, yeah. Ich bin bescheuert. Ey, ihr habt ja das Server-Plugin genau drauf, dass sich alles wieder aufbaut. Das wäre, glaube ich, echt mal sinnvoll. Wie, dass sich alles wieder aufbaut? Es gibt ein Server-Plugin, das sich alles, was durch TNT kaputt geht, extrem schnell wieder aufbaut. Achso, dieses Plugin. Achso, dieses Plugin ist das. Das sollten wir uns unbedingt holen. Ja. Dann kann Mammut auch endlich mal TNT explodieren lassen, ohne dass was ernsthaft. Ihr könnt es ja auch einfach ausmachen. Redstone! Und Lava. Er freut sich über Redstone. Ja, es war mein erstes Redstone auf diesem Server. Ich habe auf diesem Server noch nicht mal Eisen gefunden. Dann bist du schlecht. Da hat er recht. Da hat er recht, ja. Ich habe nicht mal Pokémon gefunden. Ja, ich habe noch Steine gefunden. Also dann bist du erst recht schlecht, wenn du noch keine Pokémon gefunden hast, du. Ja. Ich habe auch keine Pokémon. Dann würde ich mir Gedanken machen. Wer von euch hat denn hier bitte schon Pokémon gefunden? Hallo, wir sind hier in Pixelmon. Ihr könnt höchstens Pixelmon finden, ihr Idioten. Boah, Alter, wieso? Pokémon sind auch Pixelhaufen. Na und? Bald nicht mehr, bald sind es 3D-Haufen. Das ist wahr. 3D-Pixelhaufen. Nein, dann sind es Wichsel. Nein! Nein? Ach Mensch, jetzt will ich helfen, jetzt darf ich nicht helfen. Hier kommt eine Werkbank hin. Ach so. Unter die Tür. Wollen wir schon auf Pokémon X oder Y? Ich will das so gern jetzt schon let's playen. Das dauert ja auch nicht mehr so lange. Ich weiß. Ich habe schon alle Vorbereitungen getroffen. Ich kann schon anfangen, 3DS-Let's Plays zu machen. Aha, cool. Und wie machst du das? Das war eine Haufen Arbeit. Wie machst du das? Mit seinem Messer. Ich hab da... Das war so witzig. Beziehungsweise ich muss noch warten, weil das Teil, mein 3DS ist noch nicht zurück. Wie zurück? Ich hab den da... Ich musste den da hinschicken. Ja, den muss man umbauen lassen. Da wird das so verkabelt, dass man den halt auf den PC anschließen kann. Ja, aha. Und wenn das ist, dann kann man das halt aufnehmen. Schön. Ja. Ja, es hat mich 100 Euro gekostet. Und dann, und dann geht das Kabel kaputt. Kabelbruch. Ja. Oh, das wäre mies. Würde ich mich aufregen. Ist das so eine Art Videograbber? Ja, ja, ich glaub, so, ja, so eine Art. Der greift das Videosignal einfach ab. Mhm, ja, okay. Das Miese ist, ich hatte mir damals ein XL geholt. Was ist? Es funktioniert nicht mit XL. Oh, ja. Jetzt hast du dir extra noch ein 3DS normal geholt, ne? Ja. Und ein 2DS bestimmt. 3DS? Glaubst du, ich würde mir so einen Scheiß holen? Wow. Ja, endlich in 2D-Spiel. Yay. Endlich mit dem 3DS in 2D. Wow, das hat kaum von jedem Spieler. Das braucht man jeder. Man muss endlich den blöden Schalter nicht mehr umlegen. Also, um ehrlich zu sein, ich spiele eher mit... Also, ich spiele ja lieber mit meinen... Also, wenn ich mein 3DS mal spiele, dann spiele ich eigentlich immer 2D. Ja, diese 3D-Funktion... Diese 3D-Sicht, da ist eben ein bisschen seltsam, finde ich. Ja. Ja, beim 3D musst du halt aufpassen, dass du echt gerade haltest. Ja, jo. Was jetzt eigentlich ziemlich unmöglich ist. Ja. Ich hatte zum Beispiel, gestern habe ich auf meinem 3DS Zelda Ocarina of Time gespielt und habe versucht, den 3D Ganondorf zu besiegen. Das ging überhaupt nicht. Ja. Du hast jetzt heute noch kein Zelda-Spiel gespielt. Was? Da hast du was verpasst. Weiß. Aber ich komme irgendwie nie dazu. Da muss ich es mal nachholen. Ich sag mir die ganze Zeit, das nächste Zelda, was ich mache, ist Legend of Zelda Ocarina of Time. Oder... Fangen wir mit dem allerersten Zelda an. Mit dem allerersten. Ah, das wird schlecht. Ah, ich kann... Nee, ich fang wahrscheinlich dann mit Majora's Mask an, weil... Ja, Majora's Mask... Nee, dann musst du mit Ocarina of Time anfangen, damit... Weil Majora's Mask ist halt so indirekt die Fortsetzung, obwohl es damit nichts zu tun hat. Es kommt nur eine minimale kleine Szene drin vor, aus Ocarina of Time. Und das ist nur, wo er sich erinnert, als er die Ocarina bekommen hat, am Ende von Ocarina of Time. Ich warte sowieso, ob das noch für den 3DS rauskommt. Was ist denn Ocarina of Time? N64. N64, genau. Ich hab's dreimal, um genau zu sein. Ich hab's dreimal, um genau zu sein. Okay. Ich hab einmal für N64, einmal für den Game.